Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir waren heute bei Lidl und zwar gibt es da jetzt schon seit längerem die Rettertüten. So. Und ich hatte auch einen ganz lieben Kommentar bekommen, dass ich das mal ausprobieren sollte. Ich glaube, das war in meinem Togo-Togo-Video. Das wollte ich trotzdem auch nochmal versuchen, ne? Togo-Togo, aber da hatte ich jetzt noch keine Chance. Aber wir haben jetzt zwei, dreimal beim Lidl reingeschmökert als Tipp. Was uns auch die Kräfte vor Ort gesagt haben, nicht am Wochenanfang, sondern eher so Richtung Wochenmitte, Wochenende und morgens kriegt man die wohl. Also das gilt jedenfalls für unsere Filiale. Und heute ist Samstag, wir hatten heute Glück. Das ist hier die Rettertüte von Lidl. Die kostet, wie gesagt, wirklich nur 3 Euro. Hier steht übrigens eine Zahl drin. Also ich fand es ganz toll, dass die Tüte offen ist. Denn wir haben oben reingeguckt, was uns so am liebsten ist. Mal so ein bisschen reingeschmökert. Ich habe auch schon gehört, dass manche Tüten wohl zu sind. Und dann ist es wirklich ein Überraschungspaket. Das ist ja auch kein Problem für 3 Euro. Aber mit reingucken ist schon, also finde ich schon besser, sage ich mal. Ne? Denn dass du weißt, so, die oberen Sachen, die gefallen dir auf jeden Fall. Das sieht auch alles soweit ganz gut aus. Und hier steht 3,37 €. Und das ist das Gewicht von der Tüte. Und ja, die Kassiererin, die hat es auch nochmal abgewogen. Also falls jemand was aus einer anderen Tüte rausgenommen hat und man hat hier jetzt weniger drin zum Beispiel, wenn jemand anderes was rausgenommen hat oder man sich selbst noch bereichern möchte an diesen 3 Euro, dann merkt es die Kassiererin. Und die prüfen, wie gesagt, nochmal das Gewicht an der Kasse. Finde ich ganz tolles System eigentlich. Ich mochte sehr, dass ich mir das so ein bisschen aussuchen konnte. Und genau, das hat wie gesagt komplett 3 Euro gekostet. Wir haben noch ein bisschen mehr beim Lidl ausgegeben, insgesamt 11,40 Euro. Ich habe hier den Kassenbon neben mir zu liegen. Das ist, glaube ich, auch der Plan vom Lidl. Ne? Man geht rein für diese Rettertüte und man kommt halt noch mehr raus. Ja? Und dann funktioniert das System ja für alle. Die müssen kein Obst und Gemüse wegschmeißen. Und die machen trotzdem auch an anderen Produkten so ein bisschen Umsatz. Und wir haben aber ultra viel gespart. Wobei, wir schauen jetzt, was da drin ist. Also 3 Kilo, 370 Gramm. Das ist schon ein bisschen, fühlt sich auch schwer an. Also ganz, ganz viel Obst und Gemüse für 3 Euro. Wir haben hier einen Crunchy Romana-Salat. Der sieht noch top aus. Also auch unten an dem, weiß ich jetzt gar nicht, was da schief gelaufen sein soll. Sei natürlich, das ist MHD-Ware etc. pp. Ne? Aber der sieht top in Schuss aus. Hier ist nicht mal ein Datum drauf. Freue ich mich sehr. Ne? Ich habe keine einzige Stelle. So, wir haben 2 dicke Zucchinis. Die sind auch noch top in Schuss. Aber hier war jemand so ein kleines Mäuschen und hat da so ein bisschen dran geknabbert, sage ich mal. Die haben hier so, hier ist eine Mini-Stelle. Ne? Also ganz normale Zucchini, die sind auch nicht weich oder lapprig. Ja, die werden mir auch sehr, sehr gut schmecken. Wir haben einen zweiten Salat, und zwar einen Eisbergsalat aus Niedersachsen. Ja, was soll ich sagen? Also der sieht auch noch top aus. Hier haben wir eine Gurke. Die Spitze wird vielleicht so ein bisschen, ist schon knetbar hier. Ansonsten hier das dicke Ende, das ist noch richtig saftig, knackig. Ja, eine Gurke, die schmecken wir dann auch so weg. Genau, und hier ist die Paprika drin, die ist so gefärbt und die ist schon ein bisschen eingeschrumpft, die liegt schon länger da. Da freue ich mich sehr drüber, deswegen habe ich gesagt, wir nehmen die Tüte, denn dann kann ich nochmal Shakshuka machen. Ich habe nämlich heute Morgen geschaut, was kann ich noch so für Rezepte machen aus unserem Vorrat. Na, und ja, da hätte ich mal auf jeden Fall Lust drauf. Hier ist noch eine zweite drin. Die ist genauso verschrumpelt. Die muss jetzt die Tage aufgebraucht werden, die Paprika. Wir haben hier aus Ecuador Fairtrade Baby-Mini-Bananen. Ja. Weil da 2 fehlen, weil das ist eine Staude mit 4 gewesen und da hat jemand 2 gemopst, wahrscheinlich deswegen. Ja, voll schade eigentlich, ne? Ja, Mini-Bananen. Also ich bin super, super happy damit. Hier sind noch ganz viele Weintrauben. Ja, die fühlen sich auch nicht mehr so knackig an. Da haben sie bestimmt die Verschimmelten abgemacht. Also ein paar fehlen da schon.
oder den Rest hier in die Tüte gelegt. Also das müssen wir jetzt auf jeden Fall am Wochenende aufbrauchen. Ah, da hängt eine. So, ein bisschen klebrig. So, und jetzt haben wir immer noch drei Sachen hier drin und das war dann alles. Und zwar haben wir hier, ach nee, das sind unterschiedliche, also eine rote Pflaume oder doch zwei Pflaumen und eine kleine Mini-Orange. Ja, das werde ich auch einfach so snacken. Sehe ich auf, also die Orange ist, glaube ich, zu klein einfach. Also die hätte man sich nicht ausgesucht. Und bei den Pflaumen bin ich mir auch nicht sicher, warum die hier drin liegen. Obwohl die eine hier oben wird schon so ein bisschen, die fangen jetzt hier an, hier oben zu schrumpeln so ein bisschen. Also ich bin von der Qualität von den Lebensmitteln mehr als zufrieden. Also falls ihr euch noch an das Togo-To-Go-Video erinnern könnt, wo wirklich auch schimmelige Sachen drin waren, ne, das ist jetzt was ganz anderes von der Qualität. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Glück mit meinem Laden, auf jeden Fall mit meinem Lidl, dass da wirklich nur geile Sachen drin sind, die alle noch essbar und verkaufsfähig sind. Ne? Gerade bei Gemüse, also wenn man so eine schimmelige Stelle hat, dann muss man halt das ganze Stück wegwerfen, weil Gemüse ja so viel Wasser enthält, das hat sich dann schon durchgezogen. Ne? Und das kann man dann nur entsorgen. Aber das ist halt so, nur so ein bisschen eingeschrumpelt hier, die Paprika. Das ist gar kein Problem. Ja, bin ich sehr, sehr happy mit. Und ich habe für alles, was ihr jetzt gesehen habt, 3 Euro brutto bezahlt. Das ist doch fantastisch. Oder was sagst du? Ich finde es ganz gut. Das ist doch ultra viel Lebensmittel. Ich finde es nice. Ja. Gerade jetzt, wo alles teurer wird, das ist doch ultra mega genial. Ich möchte nur anmerken, das sind 400 Gramm Paprika. Für 500 Gramm hat man auch mal 4 Euro alleine bezahlt für die Paprika. Ja. Jetzt zeige ich euch, was ich noch geholt habe beim Lidl. Und zwar 18 frische Eier. Die sind jetzt wieder auf Bodenhaltung. Aber wir haben halt dieses 18er Paket geholt. Megapack. Ich wollte Ozok haben, weil wir keine Eier mehr da haben, weil ich die alle gemacht habe. Ich habe nämlich Eiersalat gemacht und er hat 3 Quart gekochte Eier gegessen. Und ja, ich mache alles. Und darum war das jetzt zu wenig vom Wocheneinkauf. Und genau, hier ist auch noch was drin, holen wir jetzt raus. Wir haben hier eine Naschi-Birne, schaut mal, wie groß die ist. Ozok hat heute Morgen erst gesagt, dass er die von Kaufland geschnitten haben möchte. Und habe ich ihm auch geschnitten und hat er heute Morgen aufgegessen. Und dann laufen wir daran und ich sage, oh guck mal, die kosten hier nur 99 Cent beim Lidl. Weil bei Kaufland waren die bei 1,30, also 1,29 letzte Woche bei Kaufland. Und die ist so viel größer, ne? Das ist so ein richtig dickes Ding hier. Und da habe ich ihn gefragt, ob er noch eine essen möchte, weil die so groß ist, umso günstiger ist. Und da sagt er ja. Und dann gab es bei der Lidl-App auch noch 20% auf Naschi-Birnen. Einfach super genial. Haben wir jetzt 20 Cent Rabatt bekommen und nur 79 für bezahlt. Mega. Also hat mich sehr gefreut. Und dann war in der Werbung Mandelkerne für 1,59. Kosten ja inzwischen ja auch über 2 Euro. Und die Weihnachtssaison kommt. Ich wollte auf jeden Fall mit euch Plätzchenrezepte machen mit einem Thermomix. Ja, und dafür brauche ich ein paar Nüsse und so weiter. Und Mandeln hatte ich nicht mehr da. Aber vielleicht habe ich mir überlegt, wisst ihr eigentlich, dass man Marzipan selber machen kann? Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Und vielleicht machen wir das zusammen mit dieser Packung Mandelkernen. Also da hätte ich halt auch voll Bock drauf, Marzipan mal selber zu machen. Ja, und was der Ozok noch wollte, ist 2x Milch. Ja, Ozok? Guckst das ist korrekt. Ich habe geguckt, nee, so ein deutscher Eier, ist alles gut. Die ja. Bodenhaltungseier, habe nur nachgeschaut. Genau, 2x Milch wollte er gerne haben, weil wir jetzt immer so fleißig zum Sport gehen und eher mehr Shakes trinken. Genau, Eiweißshake, da brauche ich Milch für. Korrekt. Genau, das ist seine Milch. Genau, insgesamt haben wir ausgegeben 11,40 Euro und ich finde für das Geld, wir haben ultra viel bekommen bei Lidl. Also für die Rettertüte könnten wir echt öfter mal zu Lidl und das Gute ist ja, das ist direkt neben unserem Fitnessstudio. Das heißt, wenn wir Ende der Woche ins Fitnessstudio gehen, werden wir immer mal beim Lidl reingucken, ob es da die Rettertüte gibt. Und ja, normalerweise wäre jetzt Montag unser neuer Wocheneinkauf dran gewesen. Also der schiebt sich jetzt nach hinten, einfach weil wir ja jetzt noch so viel Lebensmittel zu Hause haben, die wir erstmal aufessen müssen. Also ich bin sehr, sehr happy mit der Lidl-Rettertüte. Gutes Konzept, funktioniert in meiner Filiale auf jeden Fall. Ich habe schon gehört, in anderen Filialen ist da wirklich nur der Gammelrotz, ne, der letzte Dreck drin. Da kann ich euch dann nur raten, wenn ihr es zu Hause seht, fahrt die Tüte wieder zurück. Ja, oder direkt in
vorm Laden nochmal prüfen. Vor Ort reinschauen oder direkt nach der Kasse reinschauen, wie die Qualität ist. Ja? Also haben wir jetzt nicht gemacht, aber müssen wir in unserer Filiale auch nicht. Dass man das dann zurückgeben kann, weil für verschimmelte Sachen sind 3 Euro auch zu viel. Aber in meiner Filiale habe ich ja mega Glück gehabt. Also wirklich sehr, sehr geiles Gemüse und Obst bei gewesen. Gute Mischung, viel Gemüse. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ja, das war mein ganzer Einkauf. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Ich freue mich aber auch darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.